Ballonfahren ist für mich eine der schönsten Art, sich in der Luft vorwärts zu bewegen. Heute bin ich mit den Baffendorfer in Fleischwangen unterwegs für den Start. Eigentlich war in Baffendorf vorgesehen, doch die Witterungsverhältnisse, vor allen Dingen der Wind, kam von der falschen Seite. Also alle in den Transporter rein, ein kleiner Mercedes-Bus, ein Service der Ballonfahrer und ab ging es nach Fleischwangen. Und hier klappte alles hervorragend. Der Ballon steht schon senkrecht in der Luft und die Passagiere, genau 6 Leute sind es, packen auch mit an. Das gehört einfach zur Ballonfahrergemeinschaft. Die Startvorbereitungen. Hier müssen alle anpacken, den Korb halten, den Ballon halten und dann einsteigen. Und dann ist der Uplifter. Nicht erschrecken, wenn das Gas eingeblasen wird. Viele wissen das nicht und plötzlich hören sie eben das Gas hier, wie es eingelassen wird, und da erschrecken sehr viele. Es wird aber vorher erwähnt und trotzdem hören manche nicht so richtig zu und erschrecken trotzdem. Sie sind bereits in der Luft mit unserem Baffendorfer Ballon und freuen sich auf eine Tour, die heute allerdings nicht so lang sein wird, da die Thermik ein bisschen anders ist als sonst. Aber ein Abenteuer Ballonfahren wird es auf jeden Fall.